Hallo! Also, es ist mal wieder Zeit für ein neues Video. Heute bin ich nämlich 3 Monate in den USA, schon Tag genau. Und ja, ich weiß nicht, ein Vierteljahr bin ich schon hier. Mir ist die Zeit geblieben, ich habe keine Ahnung. Ich dachte mir so, hey, jetzt sind es 3 Monate. Warte, wo sind die 3 Monate hin? Naja, denkst du so, ne? 9 Monate noch übrig. ja, was kann ich erzählen? Ich habe diesmal nicht so viel gemacht. Ich war immer viel mit den Leuten hier unterwegs. Tommy, Justin und Melissa. Viel mit Jana auch gemacht. Neue Au-pairs kennengelernt. Aber mir geht's gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ihr seht, ich war gerade duschen. Weil wir das, von gestern auf heute bei Tommy gepennt haben, alle. Also ich, Melissa und Chantal. Ist ein amerikanisches Mädchen von hier. Freundin von Tommy. Und ja, dann machen wir jetzt was essen. Und dann haben die mich nach Hause gebracht, also die Melissa, weil ich gleich noch arbeiten muss. Ist Sonntag übrigens heute. Just saying. Ja, was haben wir gemacht? Wir waren mal wieder vor 2 oder nee, vor 3 Wochen so. Ist ja schon wieder so lange her. In San Francisco. Wunderschöne Stadt. Dann habe ich jetzt angefangen, Pool zu spielen. Ja, genau, im März habe ich angefangen mit Pool spielen. Ich habe das zu Hause früher mal gespielt, aber ich war nie gut. Jetzt bin ich gut geworden. Das ist immer total witzig. Also wir spielen dann auch mal gegen andere, auch um Getränke mal oder so. Keine Ahnung. Macht eigentlich mal richtig Spaß, wenn wir manchmal 5 Stunden am Pool spielen in der Bar. Ist witzig. Dann auch wieder ein bisschen shoppen gewesen im Monat, was man halt so macht, ne? Ja. Dann habe ich ja wie im letzten, nicht im letzten Video, ich habe nicht das Monatsvideo, sondern das Futter-Überraschungsvideo. Meine Familie hat mir ja ein Paket geschickt aus Deutschland, da waren ganz viele leckere Sachen drin. Und dann habe ich hier einmal Miracoli gekauft. Das kam total super an. Das ist Miracoli, ne? Was habe ich noch gemacht? Ja, die Woche habe ich, also jetzt die Woche, die jetzt war, habe ich Ofenhackbällchen gemacht. Gott, ich liebe diese Soße davon. Silberbacken, sowas ist das. Total lecker. Wirklich. Von Maggi. Die Sache einfache. Dann haben Melissa und ich gestern angefangen, unsere Wochenendtrip zu planen, wenn Roadtrip. Wir fahren nach LA. Fahren die Küste runter, dann LA, eventuell nach San Diego und dann ja. Mit Auto mieten und dies, das, alles und ja. Ich freue mich drauf. Ich krieg auch den Freitag dafür frei. Heißt, dann fahren wir Donnerstagabend schon los nach Arbeit. Ich darf fahren, weil ich selber 21 bin, wegen Autovermietung und so. Ja, das ist so neu. Dann, let me say, was haben wir denn heute? Der 6. Natürlich, sonst ist jetzt kein Video. Oh mein Gott. Mein Papa kommt, mein Bruder und mein Tante und mein Onkel. Und zwar kommt zum Papa. In 12 Tagen sehe ich euch. Also die fliegen schon in 5 oder 6. Die fliegen Samstag. Aber die landen in Las Vegas und von Las Vegas aus fahren die bei San Diego, LA und dann landen die hier in Brentwood. Und die dann an, eine Woche später. Also erst am 18. Ich freue mich schon drauf. Wir bringen das ganze Wochenende zusammen. Ich schlafe dann mit dem Hotel und so und dann schön nach San Francisco und dies, das. Ja, wird ich freue mich schon riesig. Wirklich. Das wird so eine Papi, das wird Papi in den Arm nehmen. Ich freue mich schon so. Richtig vermisst euch alle. Auch die, die nicht kommen. Ich vermisse dich auch. Sonst, soll ich wieder Leute grüßen? Grüße ich diesmal Trommelwirbel. Den Kevin! Weil wir so viel geskypt haben, der mit mir Fußball geguckt hat, sich viel angehört hat und ich weiß nicht, muss auch mal sein. Ich bin froh, dass ich wieder mit Kevin so viel Kontakt habe. Lustiges Kerlchen, du. Dann, ich weiß nicht, ob du siehst. Hey Tobi. Ich wünsche dir weiterhin, hat gerade erst angefangen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß auf deiner Europareise. Ja,
Pass auf dich auf und melde dich immer. Und ich möchte, wem grüße ich denn nochmal? Ganz große Überraschung. Hikimi! Hey Kim! Ja! Ich weiß nicht, was ich sagen soll zu dir, ohne Scheiß. Ich finde dich so cool. Oh Gott. Ja, wie du das irgendwie auch alles mitbekommst. Ist so witzig, wenn man dich kaum kennt, ne? Und dann, einfach mal so viel. Wir schreiben ja jeden Tag, ne? Wir haben uns halt ja vor Monaten kennengelernt und schreiben immer und haben auch geskypt und ja, danke, dass du da für mich da bist. Und MCGs. Hey Girls! Caro und Verena, hi! Surprise, surprise! okay, was wir diesen Monat wieder alles ausgetauscht haben, ne? Das sind, glaube ich, zu viele Informationen für einen Monat. Aber, ja, ich freue mich immer von euch zu hören und ich werde euch gleich nochmal schreiben. Habe ich heute noch nicht? Schreibe ich euch gleich. Und ja, ansonsten halt auch meine Familie weiterhin. Ne? Passt auf euch auf. Ja, sonst wird diesmal ein kurzes Video, weil ich echt nicht. Ich habe echt großartiges gemacht. Ich passe am nächsten zweite Wochenende ein für ein paar Stunden auf die Kinder auf, damit die Eltern ausgehen können. Deswegen muss ich gleich wieder arbeiten, wenn die gleich ins Kino wollen. Ja, kann man ja machen, ne? Schönes Wetter draußen, ist warm, sonnig. Na gut, dann arbeite ich halt. Wir müssen gleich. Ja, okay. Entschuldige. Entschuldige. ich kann die jetzt immer noch nicht schneiden und ich hab's mir nicht gedacht. Aber ich habe wieder abgenommen. Ja, man glaubt es gar. Ich nehme auch mit so ein paar ab, glaube ich. Ich merke, dass meine Hosen jetzt mal alle rutschen. Das ist kacke. Aber ich habe neue kurze Hosen, glaube ich, wenn ich kurze Hosen hatte. Ja, eigentlich kann ich nicht viel erzählen. Guck, dass ich gleich einfach mal meinen Urlaub zu planen. Oh ja! Ich habe es endlich geschafft, mein Bankaccount zu eröffnen. Weil ich immer dachte, also die Mutter und ich wollten immer zusammen dahin gehen, weil ich mich ja total unsicher gefühlt habe mit meinem Englisch. Aber jetzt bin ich ja schon seit 3 Monaten hier und da meinte sie, eigentlich kannst du auch alleine gehen den nächsten. Und dann meinte ich so, das stimmt eigentlich. Und dann meinte sie so, ja dann, ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Habe ich probiert und es hat geklappt. Also ich muss jetzt auf die Karte noch warten. Ich warte auch immer noch auf meine Führerscheinkarte. So, boah, was wieder, das wieder für ein Kampf war, ne? Der Monat da. Ja. Dürft ihr dann Auto fahren, dürft ihr nicht Auto fahren von der Versicherung aus und wieder nicht und naja, mal gucken, wie es jetzt hier so weitergeht. Lass mich sagen, mir geht's immer noch gut. Tati, hi. Dein Brief ist immer noch zu. Ich hoffe, der bleibt zu. Der Heimwehbrief. Weiterhin kein Heimweh. Meine Gasteltern sind immer noch ganz, ganz toll. Die Kinder sowieso. Gott. Was so lustig mit dir. Das war manchmal passiert, wo kann ich mich pissen stundenlang. Ne? So, sind so süß und lustig. Wahnsinn. Na gut, ich muss ja gleich arbeiten. Deswegen kurzes Video, damit ich da schon mal fertig habe. Okay, Leute. Habt Fun. Genießt die Zeit. Weiter ohne mich. Ist bald vorbei. Ist übrigens heute wieder. Wir hatten eine regnerische Woche. Echt blöd. Und die Woche wird es wieder richtig heiß. Ich freue mich, weil da kann ich nicht mein Kleidchen tragen. Kann man sehen? Nicht. Na gut, Leute. Wie gesagt, kurzes Video. Nicht viel passiert. Okay, Leute. Macht's gut. Bye.